Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einer neuen Folge von... Heute hat mir die gute Anna geschrieben und wie immer haben wir, meine lieben Freunde, einen Job. Und zwar ihr zu helfen, ihr paranormales Erlebnis zu erklären. Deswegen lasst uns gar nicht lange Zeit verlieren, sondern fangen wir an. Hallo Julia, ich hoffe du und deine Zuschauer können mir helfen. Ich bin Anna, 18 Jahre alt und auch wenn es vielleicht ungewöhnlich ist, für ein weibliches Wesen, so ist mein größtes Hobby das Zocken. Ich liebe es, Spiele zu spielen, auch wenn mich meine Eltern dafür hassen und die Jungs aus meiner Klasse sich nicht einigen können, ob sie das besonders heiß oder eher unpassend finden sollen. Egal, ich habe noch nie auf das Gerede von anderen Leuten etwas gegeben. Es war ein Winternachmittag draußen. Es war eisekalt. Ich saß gemütlich drin mit einer Tasse Tee und war an meinem Computer. Ich suchte nach einem neuen Spiel und da erinnerte ich mich daran, was mir mal ein Kollege empfohlen hatte. Ein Online-Rollenspiel. Ich will jetzt nicht sagen, wie das genau heißt, damit man mich nicht noch am Ende wiedererkennen kann. Ich installierte alles und versank für ein paar Stunden in der schön animierten mittelalterlichen Welt. Ich traf auf einen anderen Nutzer, mit dem ich alles zusammenzockte. Nennen wir ihn John. Er war cool, wir schrieben im Chat und meisterten die Aufgaben gemeinsam. Er wollte mir nicht glauben, dass ich ein Mädchen sei. Diese seien höchst selten hier, meinte er, und dachte, ich will ihn verarschen. Er erzählte mir schon relativ schnell viel über sein Leben. Aber gut, er war ja auch anonym. Und ich konnte ja nicht wissen, wer sich wirklich hinter diesem Avatar versteckte. Dann erzählte er mir, dass die Legende rumging, dass der Macher dieses Spiels kurz vor der Veröffentlichung gestorben sei. Und sein letzter Wille sei gewesen, es nicht herauszubringen, weil er es nicht für gut genug hielt. Der Spielefirma war das aber egal gewesen. Sie wollten Geld verdienen. Man alberte nun herum, dass das Spiel Auswirkungen auf das Real Life haben könnte. Und man es besser nicht spielen sollte, weil der Geist des Machers darin sei. Ich lachte laut. Lustige Geschichte. Am nächsten Wochenende waren meine Eltern im Allgäu zum Skifahren. Ich hatte somit sturmfrei. Und das war ein Checkpoint für mich. Keiner würde mich beim Zocken stören. Ich versank also wieder in meiner Welt, als sich die Zufälle häuften. Vielleicht lag es daran, dass ich alleine zu Hause war und mir das Ganze nur einbildete. Zum Beispiel hatte ich in dem Spiel den Auftrag, jemanden mit einer Axt zu töten. Als ich danach in die Küche ging, um mir einen Apfel zu machen, lag im Wohnzimmer unsere Axt auf dem Tisch, die eigentlich in die Gartenhütte gehörte. Und ich schwöre dir, sie hatte vorher nicht dort gelegen. Meine Eltern waren nicht da. Wer also konnte sie dort platziert haben? Angstvoll schaute ich mich im ganzen Haus um und schloss mich dann ein. Die Polizei rufen? Die würden mich wahrscheinlich nur auslachen. Ich spielte also weiter. John war nicht mehr so oft online. Er hatte mir geschrieben, dass das Spiel komische Dinge mit ihm machte. Ich dachte erst, das Ganze wäre nur ein Spaß. Er wollte diese Geschichte weiterspinnen. Aber es wirkte tatsächlich ernst. Dann kam er doch noch online an diesem Abend und wollte mit mir skypen. Ich sagte zu, ich meine, ich hatte keine Angst vor ihm. Er war auch am Telefon so drauf wie im Chat. Wir verstanden uns. Aber dann wurde er ernst. Ich werde die nächste Zeit verreisen. Ich fühle mich bei mir im Haus nicht mehr wohl. Es klingt verrückt, aber die Sachen, die im Spiel passierten, passieren auch hier. Ich weiß auch nicht, du wirst mich wahrscheinlich für verrückt halten. Ich will dich nur warnen, spiel dieses Spiel lieber nicht. Ich dachte an die Axt. Vielleicht hatte Dad sie vorher doch noch ins Wohnzimmer gelegt. Ich spielte an dem Abend trotzdem noch weiter, denn die Sucht hatte mich gepackt und es machte wirklich Spaß. Der nächste Auftrag hieß Futter für die Wölfe oder so ähnlich. Ich musste Fleisch einsammeln. Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich war aufgeschreckt, weil ich voll in der Welt drin war. Es war 22 Uhr. Wer zur Hölle sollte um diese Uhrzeit vorbeikommen? Ich luckte durch den Türspion, doch es stand keiner draußen. Ich öffnete langsam die Tür ein Spalt breit und guckte auf den Boden. Vor der Tür lag Fleisch. Verdammt nochmal, ich haute die Tür zu und rannte in mein Zimmer. Das Ganze wurde mir zu gruselig. Ich deinstallierte das Spiel und dann hörte es auch auf. Was sagst du dazu, Julian? Ja, liebe Anna, eine sehr spannende, eine sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Und wenn nicht so passiert ist, ich wäre, glaube ich, der Erste, der schreiend weggerannt wäre. Wobei ich hätte dann wahrscheinlich auch Angst, aus dem Haus rauszurennen, weil das ja wenigstens irgendwie noch so ein bisschen Schutz bietet. Gehen wir mal die Option durch, die wir haben. Vielleicht war es dein Kumpel, der sich einen kleinen Streich erlaubte. Er hatte dir das Spiel empfohlen? Vielleicht steckten er und John sogar unter einer Decke. Weil aus diesem John werde ich nicht schlau. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas mit ihm zu tun haben könnte. Ich meine, er hat diese ganze Legende wirklich erst ins Leben gesetzt. Vielleicht würde ich mal googeln, du wolltest nicht verraten, wie das Spiel heißt, aber du kannst ja selber mal googeln, ob diese Legende nur eine Legende ist oder ob es schon mal andere Leute gibt, die so eine Erfahrung gemacht haben. Ich glaube ehrlich, dass dir da eher jemand einen Streich spielen wollte. Jemand, der wusste, dass du sturmfrei hast, der zusammen mit dir gespielt hat. Eigentlich kommt nur John in Frage. Da er aber nicht weiß, wo du wohnst und dich nicht privat kennt, wäre es schon eine krasse Meisterleistung gewesen von ihm. Ich glaube, es irgendwie eine Kombination aus deinem Kumpel und John war, die zusammengearbeitet haben, um die schön reinzulegen. Ich würde mal beide zur Rede stellen. Aber was sagt ihr, liebe Freunde? Habt ihr vielleicht eine Idee? Dann schreibt es in die Kommentare. Lasst uns alle helfen. Und vergesst natürlich nicht, wie immer, den Like-Button so richtig kaputt zu hauen. Für mehr Paranormalgeschichten. Das war's von mir, liebe Freunde. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.